Was in aller Welt ist los mit dir? Nicht jetzt, Izzy. Bleib sofort stehen. Ich hab dich in Whitechapel gesehen. Was? Du bist mir gefolgt? Ich hab mir Sorgen gemacht. Nach der Schlacht auf der Brücke bist du wie ein Irrer abgehauen. Du weißt nichts. Weniger als nichts. Ist das eine Art heimliche Infiltrierung? Hast du das etwa vor? Jetzt ist keine Zeit. Gray, was ist mit dir los? Seit Mallorys Tod schaue ich dich an und sehe... Und? Was siehst du? Ich weiß nicht. Einen Fremden, bei dem ich nicht weiß, ob ich ihm trauen kann. Was immer es ist, Herrgott, sag's mir. Nicht jetzt, Izzy. Du solltest mir aus dem Weg gehen. Zu deinem Wohl. Sie, holen Sie General Lafayette und bringen Sie ihn in die Bibliothek. Die Verschwörung reicht bis ins Zentrum des Rates. Diese Behauptung ist monströs. Ich glaube sie nicht. Wenn der Lord Kanzler es mir erlaubt, kann ich beweisen... Ich erlaube es nicht. Und ich will nichts mehr von diesen abstrusen Verdächtigungen hören. In all den Jahren, die ich deinen Vater kenne, habe ich ihn nie so stur erlebt. Deine Anschuldigungen betreffen das Herz des Empires. Ich fürchte, noch so einen Schlag wie Mallorys Verlust wird er nicht ertragen. Er muss nur zur Blackwall-Werft gehen. Hast du einen Beweis? Alles ist völlig vernichtet. Ein klarer Fall von Brandstiftung, sagt Commissioner Doyle. Offenbar wurde ein kleiner Trupp Rebellen auf den Docks gesehen. Es war ziemlich... Welches Wort benutzt der Commissioner so gern? Ah ja, elementar. Und was glaubst du? Ich habe keine Meinung. Wenn du willst, kann ich versuchen, den Lordkanzler zu überzeugen, die Sache vor den Rat zu bringen. Wenn wir tatsächlich einen Verräter in unseren Reihen haben, werden die Verschwörer sicher davon erfahren. Was schlägst du vor? Wir brechen im Schutze der Nacht in das Vereintes Indienhaus ein. Dort finden sich ganz sicher Informationen, die etwas Licht auf die Ereignisse der letzten Tage werfen. In das Hauptquartier der Kompanie einbrechen. Du bist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie Mallory. Drastische Umstände erfordern drastische Maßnahmen. Ich brauche deine Hilfe, Alistair. Ich halte es wohl kaum für angemessen, wenn der Ritterkommandant... Du bist mit dem Gelände vertraut. Ich brauche deine Hilfe, um mich im Vereintes Indienhaus zurechtzufinden. Wenn wir eine Verschwörung entdecken sollten, wird deine Aussage deinen Vater überzeugen. Also gut. Aber wir beide allein werden nicht in das Gelände eindringen können. Wenn es stimmt, was du sagst, dann können wir nur wenigen trauen. Meiner Schwester? Lafayette? Ohne Beweise darf ich sie da nicht reinziehen. Wer dann? Vielleicht kenne ich jemanden, der uns helfen kann. Ich danke dir, Bruder. Naja... Übrigens herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Order 1886. Ich war zu langsam. Sollen wir in das Haus einbrechen? Ich nehme an, wir gehen nicht durch die Vordertür rein. Keine Sorge. Ich habe unser Eindringen gut vorbereitet. Der Zugang auf das Gelände erwies sich als etwas schwieriger als geplant. Sind da. Hintereingang zum Gelände? Könnte man sagen. Es regnet. Ja, da wollen wir mal schauen. Herein! Oh, macht einer auf. Guten Abend, Sir Francis. Aha. Und zieht eigentlich die Schuhe aus und legt die Mütze ab, also den Hut. Da ist was. Ist alles bereit? Sind
mehr lange und die Wahrheit kommt ans Licht, Sebastian. Aufs Dach geht's, durch das Schlafzimmer. Gute Arbeit, Francis. Zu Ihren Diensten, Sir. Ja. Waffen habe ich noch so gelesen oder gehört im Hintergrund, während ich die Zeitung las. Ach, hier liegt was. Eine Armbrust. Hübsch. Hallo? Ach, jetzt. Armbrust. Weckt Erinnerungen. Und zwar ziemlich alte. Ich dachte, wir gehen besser unauffällig vor. Los, gehen wir. Ja, wie alt ist Galahad eigentlich? Wir haben ja in den Folgen zuvor erfahren, als Percival starb. Patrouillen unterwegs. Alle Eingänge sind bewacht. Dass er 600 Jahre alt war. Wo gehen wir rein? Im Garten. Genug Deckung, um unbemerkt reinzukommen. Im Garten? Mir nach. Gehen wir rauf aufs Dach. Okay. Gehen wir aufs Dach. Ist hier noch was Schönes? Ne? Nix. Nix für den alten Mannchen und der Jugend. Komm, Bruder, hier lang. Ja, ach, jetzt muss ich den drücken. Na gut. Sonst ging's mit X. Bisschen inkonsistent hier. Das ist ja. Ist ja egal. Ich mecke immer. Das gehört zum guten Ton bei mir. Komm ich hier hoch? Komm ich hier rauf? Komm ich hier rauf? Ja. Da scheint ja was durch. Sollen wir weitergehen? Ich komme da nicht hin. Jetzt. Na, das, ach, der muss so... Nichts passiert. Ich bin ein bisschen fett. Hübsch. Ich traue dem aber auch nicht. Ich traue hier gar keinen. Na, easy kann man vielleicht trauen. Bloß, sie wissen ja alle nicht so genau, was los ist. Und deuten eventuell seine Taten falsch. Ist hilfreich. Wohl ein vertrauenswürdiger Mann. Nicht wirklich. Er muss seine Schuld begleichen. Wenn er sein Wort nicht halten kann, wäre das höchst unangenehm für ihn. Lokalisieren. Wir hatten einen sicheren Haltepunkt für das Seil finden. Ziemlich dramatischer Einstieg, oder? Im Garten? Ach da. Das kann sein, aber wir sollten ungesehen. Der Pavillon passt zu den Parametern. Gut, bringen wir das Seil an. Der Pavillon passt zu den Parametern. Ach so. Geschafft. War das gut? Alistair, du musst hier bleiben und mir den Weg zeigen. Wenn ich drin bin, kommst du auf mein Zeichen rein. Also gut. Okay. Aber Vorsicht. Nö. Meine Schwester wäre untröstlich, wenn ich allein zurückkehre. Was sie nicht weiß, kann ihr nicht wehtun. Ich gehe dran, so. Und jetzt? Ach du Scheiße, da ist doch einer drin. Was ist das? Hä? Was ist das? Oh, was war denn das? Hallo, komm mal rüber. Zeig dir was. Oh. So kriegt man Bauchschmerzen. Keine Zeit, Alistair. Du musst mir vertrauen. Wir haben keine Wahl. Verdammt. Geh schon runter in den Garten. Das Tor wird verschlossen sein. Du musst den Schlüssel finden. Eine Schleichmission. Okay. Hier kommen wir nicht viel weiter. Der Typ liegt hier noch. Wir gehen mal. Da ist eine Wache. Da sind's. Oh!
Geht das? Schlüssel. So weiter. Kommst du her? Komm her. Sag nicht immer nur hä. Ach, Scheiße! Das geht ja fix. Wie viel habe ich denn da? Gar nicht viel. Warum hänge ich jetzt hier? Okay. Der haut ab. Okay. Ist hier aber keiner. Dem war doch noch einer. Ist der weg? Okay. Ich muss ja weiter. Schlüssel. So weiter. Geh wieder hoch. Nun mach doch mal so, ja. Scheiße, das bringt also nichts, aber das bringt das. Kein Schlüssel. Wenn die beiden alle sind, sind sie alle. Okay, dann habe ich nichts mehr. Ich habe also nur 4 Schuss. Kann ich die denn da wieder rausziehen oder so? Schneller. Nein, hier gibt's nichts. Zurück. Jetzt geht er nicht in Deckung. Oh, da ist der nächste. Kommt der hierher? Ich soll einen Schlüssel finden. Ich weiß gar nicht, bei wem. Kommt der hier lang? Nein. Nun geh doch mal aus der Deckung raus. Mann, ist das ein Gefummel. Kann ich da oder muss ich den mit dem Flitzebogen erschießen? Werden wir jetzt ja gleich merken. Nein, wir haben den Schlüssel nicht. Nun lauf! Ich drücke doch! jetzt hängt er wieder fest. Lauf, 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 lauf. Halt. Da ist einer. Kommt der hierher? Kommen wir nicht aus der Deckung? Da ist noch einer. Bleib in der Deckung. Ist das der von da oben? Komm raus! Wenn der jetzt umdreht, bin ich dran. Schnell, schnell, schnell. Ich rutsche hier gleich vom Klöppel. Du hast eine Trophäe erhalten. Ich kann hier nichts durchsuchen. Hier gibt's keinen Punkt. Da will ich jetzt nicht hin. Wo finden wir denn jetzt den doofen Schlüssel? Ja. Super. Kletter hoch. Endlich. Ah, Scheiße.
Jetzt wieder alles von vorn. Das hasse ich immer so an diesen Spielen. Wenn man denn so eine unegalen Speicherpunkte hat. Schlüssel. So weiter. Und im letzten Moment taucht da irgendwann was auf. Und dann bist du dran. Keine Chance. Ich kann doch jetzt hier nicht zwei Stunden lang rumschleichen. Guckt sich doch keine Sau an. Das würde ich mir auch nicht angucken. Jetzt bleibt er wieder hängen. Mensch. Denn da was? Oder das ist eine Lampe. Kann die auch schlecht sehen? Ich komme hier nicht weg. Oh ja, super. Bin da in die Ecke. Da geht er. Da steht er. Ich will jetzt mein Bölzchen nicht dafür verschwenden. Komm aus der Deckung raus. In die du selber reingegangen bist. Ist da noch einer oder habe ich mich vertan? Da ist noch einer. Ich verstecke mich mal lieber hier oben, in der Hoffnung, dass hier keiner ist. Das ist der Pavillon. Tot. Ich kann auch auf die Dingstaste drücken, hier auf den Kreis, wo er sonst aus der Deckung rausspringt. Das geht jetzt auch nicht. Da wechselt er wahrscheinlich die denn nur. Kommt er jetzt hierher? Nein. Ich sehe auch hier nichts. Sowas sollte man wahrscheinlich nur nachts spielen. Ich habe hier Stimmen gehört eben. Häng dich doch nicht immer auf hier irgendwo. Zwei habe ich jetzt noch. Wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich sehe immer weniger. Ich dachte, ich hätte was gehört. Hab mich wohl getäuscht. Da durch das Licht. Da ist die Tür, wo wir hin müssen. Was ist das hier? Hier gibt es Munition. Gut, und was ist das? Aber kein Schlüssel. Bezirk durch Stromausfall lahmgelegt. Aha. Mehr war hier auch nicht zu holen. Jetzt geht's da oben weiter, oder was? Ja. Da geht einer und da geht einer. Wie kriege ich denn die Schlüssel? Mit einem Schlüsselmagneten oder? Schneller. Oh,
Scheiße. Ich kenne deine Route nicht. Ah, die sieht gut aus. Komm, bitte, komm, bitte. Ja, ja, ja. Hier ist aber nichts. Mache ich was verkehrt? Langsam zweifle ich. Ich kann hier nichts durchsuchen. Ich bekomme ja keinen Triggerpunkt oder irgendwas angezeigt oder so, dass ich hier was machen kann. Den lassen wir hier erstmal liegen und dann suchen wir in der nächsten Folge weiter. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.